Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns in der Werkstatt. Ich möchte heute an dem Star hier eine neue Rückleuchte verbauen. Und nicht, weil die bisherige so schlecht ist, sondern weil ich bei Busch und Müller einmal hier das Lion Brex gefunden habe, was zusätzlich halt noch eine Bremslichtfunktion und sogar eine Notbremslichtfunktion bietet. Das finde ich halt total genial. Das Ganze arbeitet über den Sensor und kann an die bisher vorhandene Kabellage angeschlossen werden. Das heißt, wir müssen keine extra Kabel verlegen oder irgendwo noch anlöten oder verbinden. Das hat mich halt überzeugt, zumindest das Ganze mal auszuprobieren, denn in der Praxis habe ich das Ganze halt noch nicht gesehen. Und man braucht halt einen Pedelec mit einer Bordspannung zwischen 5 Volt und 12 Volt, um das Ganze halt verwenden zu können. Ist dann auch für so einen Pedelec halt zugelassen, für S-Pedelecs nicht. Wen halt weitere technische Daten interessieren, den packe ich den Link natürlich einmal hier unter das Video. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie Plug-and-Play-mäßig das Ganze hier ans Rad geht. Und dann geht's ab auf die Straße, um zu testen, ob das Ganze auch funktioniert oder nicht. Bevor wir das Rücklicht hier jetzt einmal ans Rad bauen, für euch einmal kurz hier aus der Nähe. Ihr seht hier unten das Rote, das ist ein großer Reflektor. Sieht man halt auch von der Seite, ist das Ganze auch hier durchsichtig und soll auch zur Seite abstrahlen. Denn hier oben haben sich einmal die LEDs für das Bremslicht, Rücklicht und für dieses Notbremslicht einmal versteckt. Bin gleich mal gespannt, wie das dann wirklich aussieht. Macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Ist jetzt nicht besonders auffällig oder ein besonderes Design. Sieht jetzt eigentlich aus eher wie ein normales Rücklicht, würde ich sagen. Und auf der Rückseite habt ihr dementsprechend auch wie normales Rücklicht hier die zwei Schrauben zur Befestigung. Ist ein Abstand von 5,5 cm, wer das bei sich mal nachmessen möchte. Und hier haben wir dann ja die Anschlüsse praktisch für das Kabel, für die Beleuchtung. Das heißt, wir können einmal hier Kabel anschließen mit einem Stecker oder einfach ja praktisch direkt blanke Adern mit Plus und Minus das Ganze gekennzeichnet. Und so werde ich das jetzt auch machen. Denn das bisherige Rücklicht hier beim Star, das hat die Kabel ins Gehäuse hier eingegossen. Das heißt, ich müsste jetzt hier einmal das Kabel einmal trennen, abisolieren, könnte das Kabel halt weiter benutzen. Aber da ich halt nicht weiß, ob das jetzt wirklich was ist oder nicht, wollte ich das Rücklicht halt jetzt nicht zerstören und habe mir bei Amazon einmal so ein Verlängerungskabel bestellt. Das heißt, sind diese klassischen Hewlett-Stecker und ich habe das jetzt hier halt schon mal aufgemacht. Das heißt, ich kann das Rücklicht hier mit den zwei Schrauben jetzt einfach abbauen und dann werden wir hier bei dem neuen Rücklicht das Ganze auch erstmal über die Ader betreiben. Ich habe das trocken schon mal ausprobiert. Das heißt, ich stecke jetzt einfach Plus und Minus hier hinten ein und dann legen wir einmal diesen Hebel hier um. Zack. Und schon sitzt das. Und das funktioniert. Ich habe das halt trocken schon einmal probiert, ob das mit dem Strom funktioniert. Und dann können wir erstmal testen, ob das Ganze funktioniert oder nicht, wie es funktioniert, bevor ich mir jetzt hier das schöne Original-Rücklicht einmal zerstöre. Denn wie gesagt, den Praxistest hatte ich bis jetzt nicht. Ich werde jetzt einmal das alte abmontieren, das neue hier dran schrauben. Wie gesagt, sind ja nur die zwei Schrauben hier, das einstecken und dann geht's ab auf die Straße und dann testen wir mal, ob das Ganze was kann oder halt auch nicht. Und danach wird halt entschieden, ob es natürlich auch am Rad bleiben darf oder wieder vom Rad runterkommt. Ja, jetzt wollen wir das Ganze natürlich hier einmal in der Praxis testen. Und ganz ehrlich, bei der ersten Ausfahrt vorgestern habe ich gedacht, was Murks. Das Bremslicht war zu 90% an. Lag aber daran, so als erster kleiner Tipp, dass hier die Aufnahme von dem Rücklicht etwas schräg stand. Das heißt, der Sensor hat natürlich die ganze Zeit aufgelegen und dadurch leuchtete die ganze Zeit das Bremslicht. Also das muss man bedenken. Ich habe den jetzt so nach innen gebogen, dass es wirklich halt gerade steht und der Sensor so sauber arbeiten kann. Das gibt es einmal zu bedenken und dann solltet ihr natürlich auch immer bedenken, dass das nur funktioniert, wenn das Rücklicht halt an ist, dass es Strom hat. Dadurch, dass wir das halt an Vorder- und Rücklicht angeschlossen haben, funktioniert das Ganze halt nur immer, wenn wirklich Strom ist, wenn es an ist. Vielleicht gibt es da auch noch eine andere Anschlussmöglichkeit, denn ja, das ärgert mich halt schon so ein klitzekleines bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einmal hier kurz vor der Kamera, so im Schiebemodus sozusagen, wie das Ganze einmal funktioniert. Und ihr werdet halt sehen, wie zum Beispiel auch beim Rückwärtsfahren, das Ganze reagiert natürlich auf jede Bewegung. Das heißt nicht nur, wenn ich bremse, sondern auch, wenn ich das Rad zum Beispiel rangiere. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel rückwärts schiebe, jetzt habe ich halt ohne, dass ich Bremsen überhaupt betätige, hat er dann automatisch das Bremslicht ausgelöst. Jetzt sogar hier diesen Notbremsassistent, also der springt immer an, ab einer gewissen Härte sozusagen. Also ihr seht, wenn ich jetzt so, zack, das funktioniert sogar eigentlich recht gut, recht zuverlässig.
Ich werde jetzt gleich auch noch mal ein paar Meter fahren und ich habe das Ganze auch schon im Dunkeln getestet. Also das ist wirklich super hell, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Aber wie gesagt, ich will es jetzt einfach euch noch mal zeigen und fahre noch mal ein bisschen weiter. Werde zwischendurch auch einfach immer noch mal ein bisschen bremsen und ich hoffe, man erkennt es einfach auf der Kamera. Also ihr seht, das funktioniert ja jetzt zum Beispiel beim Rangieren, halt springt auch an, was ja nicht schlimm ist, aber einfach um mal zu verdeutlichen, ne, wie das Prinzip auch funktioniert. Und ich bin so wirklich auch happy mit dem Rücklicht, gibt es nichts zu meckern. Ich hatte das jetzt erstmal hier, weil ich ja dieses zusätzliche Kabel geholt habe, weil ich das alte erstmal nicht zerstören wollte, hier drum gewickelt. War ich erstmal glücklich nach der ersten Testfahrt, weil ich dachte, was für ein Murks, bis ich ne, das mit diesem Neigungswinkel raus hatte. Ja, das heißt, ich werde das natürlich noch kürzen, abisolieren, dann kann ich das wieder vernünftig dran machen. Denn ich werde das auf jeden Fall behalten. Vielleicht hat der ein oder andere mit, von euch halt auch mit so einem Rücklicht noch Erfahrung gemacht oder auch andere. Es gibt ja da auch noch welche von anderen Herstellern. Dann einfach ab damit bitte in die Kommentare, denn so viele Videos von dem Rücklicht oder anderen gibt es jetzt noch nicht. Würde ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback und Kommentare freuen. Macht's gut!